Dann begrüßen Sie mal, Herr Korsten. Ja, dann machen wir das einfach mal. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist ein besonderer Tag, ganz einfach. Wir kommen aus dem Hampton Inn. Berlin. Und zwar gibt es drei Stück. In welchem sind wir? Eastside Gallery. Wir haben einen Mauerblick, wir haben auch einen super Blick aus dem Fenster heraus. Wir machen gleich auch einen Schwenk für euch. Aber heute bringen wir euch die Themen der Woche. Das, was den Hofmeister und den Korsten belastet hat, aufgefallen ist. Oder eigentlich auch, wo wir denken, da müssen wir was zu sagen. Genau. Und das alles nach dem Intro. Geht los. Du fängst an. Also ich meine, ich kann auch anfangen. Mario hat es geschafft, die Glocke anzumachen. Deshalb ist er heute hier. Also ihr wisst, am Ende gibt es und am Anfang gibt es immer den Abonnierbefehl. Glocke anmachen und dann ganz wichtig, diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Kannst du die Finger nach unten machen? Kommentarfunktion ist unten. Kommentarfunktion. Natürlich. So. Ja. Geht auch los, das erste Thema, was den Hofmeister beschäftigt hat, nachdem er ja diese Woche durch Abwesenheit nicht nur geglänzt hat. Ja, es tut mir sehr leid, mea culpa, mea maxima culpa. Aber ich denke, der Lars hat das ganz gut gemacht, auch ohne mich. Gut, manchmal war er doch ein bisschen unsicher, aber er ist ja schon ein ganz großer. Insofern bin ich dadurch ganz zufrieden. Ja, die Themen diese Woche im Grunde ist ja gestern ein großes Thema reingehauen, nämlich eine neue Coronavirus-Variante. Und nachdem in den ersten Meldungen noch die Sprache davon war, ja, nur im südlichen Afrika, wissen wir seit heute, er ist bereits in Belgien, er ist bereits in der Bundesrepublik und gestern, da wissen wir nicht, ob es tatsächlich die neue Virusvariante ist, aber gestern sind von 600 Passagieren in Amsterdam 61 auf den Coronavirus getestet worden. Das ist doch positiv. Positiv getestet positiv. Worden. Lars, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass es demnächst wieder einen Luftfahrt-Lockdown gibt? Was meinst du? Ich habe ja immer wieder gesagt, dass wir reisen sollten nur mit PCR-Test, egal ob man geimpft, stimmt, genesen oder gestorben ist, um es mit Herrn Spahn zu sagen. Insofern denke ich, dass das die Zukunft wieder sein wird. Mario hat ja auch die Angst, dass der Lockdown kommt, sein Amerika-Flug nicht stattfindet. Also insofern, ich glaube, wir müssen uns auf das Reisen dahingehend einschränken, bestimmt auf Südamerika und Südafrika hätte ich fast vergessen. Südafrika, ja. Die Lufthansa hat ja für Südafrika ja auch die Flüge etwas reduziert. Also insofern müssen wir uns da einschränken und auf den PCR-Test, denke ich mal, hoffen. Also macht Sinn in meinen Augen. Macht doch Sinn. Die Frage ist, was haltet ihr davon? Fliegen nur noch mit PCR-Test, auch wenn man geimpft oder genesen ist, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, nicht nur für die anderen Passagiere, sondern auch für die Besatzungen? Insofern ist das eigentlich etwas, wo man sagen muss, ja, das wäre anzustreben. In dieselbe Kerbe haut ja auch übrigens Carsten Spohr, der gesagt hat, dass es für Ungeimpfte wahrscheinlich noch mehr Einschränkungen gibt. Dahingehend dann wahrscheinlich auch, dass es Flugreisen vielleicht in Zukunft nur noch für 2G gibt. Und dahingehend vielleicht dann, wenn es noch schlimmer wird, vielleicht nur noch 2G+. Also insofern wird es für alle Ungeimpften demnächst wirklich eng. Also wer dann demnächst noch vielleicht zum Ballermann nach Malle will mit dem Flieger, dann nur noch 2G, eventuell 2G+, oder? Ja, also ich bin halt ein Gegner davon, dass wir die Gesellschaft weiter spalten. Deshalb sollte der PCR, also sollte 3G+ im Prinzip gelten. Ja. Das wäre halt meine Meinung dazu. Und dass in Südafrika natürlich ein Virusvariantengebiet ist, wie das so schön heißt, ist tragisch. Aber wie du schon gesagt hast, also gibt es auch in Europa, Belgien, heute auch in Deutschland, in Essen, glaube ich, war es. Da sollten wir dann zum nächsten Thema übergehen. Harten Cut. Harten Cut. Harter Cut ist Boeing 787. Lufthansa. Boeing 787 und Boeing überhaupt. Unser Lieblingsthema. Irgendwie scheint Boeing ja seit der Krise der Max nicht mehr so richtig nach vorne zu kommen. Und nicht nur, dass die 777X ja nun irgendwie längst hätte bei der Lufthansa fliegen sollen. Sie war ja zwar jetzt mal kurz in Frankfurt. War in Dubai, ich habe es ja gesehen. Ja, ich habe sie auch angefasst. Ja, ich weiß. Aber sie war halt nur zu Gast und noch nicht ständig da. Gibt es jetzt bei der Auslieferung des Dreamliners wieder Probleme?
feinste Haarrisse irgendwie am Flügel, auch alle bis jetzt rund 1000 ausgelieferten Flieger müssen nachgebessert werden. Und das bedeutet, dass der Dreamliner erst Mitte des nächsten Jahres wohl zur Lufthansa kommt, viel später als geplant. Also die jetzt neu vom Werk kommen. Und irgendwie hat Boeing wirklich keinen Lauf die letzten 2 Jahre, muss man einfach so sehen. Und irgendwie sollte Boeing tatsächlich doch noch mal ernsthaft ins Qualitätsmanagement investieren. Ja, da gibt es halt wieder nur den alten Fußballerspruch, hast Scheiß am Fuß, so ist es. Halt so. Ist, glaube ich, der Spruch, den wir in Bezug auf Boeing in den letzten Jahren am meisten verwendet haben. Ja, und wir können froh sein, dass die Lufthansa nicht so wie die Lot ist. Die Lot hat sie auf die 737 MAX gesetzt, haben Popokarte gezogen. Mit der 787 haben sie ja auch die Popokarte gezogen. Man überlegt ja ernsthaft, zu Airbus zu wechseln, was für den Polen natürlich auch dramatisch ist, weil die Flugzeuge alle neu sind. Ne? Also das ist ein Riesenproblem. Ist so. Wir sind eigentlich traurig, ne? Ja, eigentlich ist das total traurig, weil wir haben uns ja natürlich schon darauf gefreut, mit neuen Business-Class-Variationen bei der Lufthansa. Das wäre ja dann sozusagen noch nicht die endgültige. Nee, aber das wäre Philippine Airlines Business-Class. Nee, die ganz neuen aus dem Werk Boeing, wären ja dann sozusagen die aufgewertete klassische Business-Class gewesen. Also auch auf die wären wir natürlich gespannt gewesen. Ja, was sonst noch passiert, worüber nochmal geredet werden müsste? Swiss ist durchgeimpft, hatten sie ja auch relativ rigoros gesagt, dass die Mitarbeiter, Flugbegleiter geimpft werden sollen oder einen anderen Job brauchen. Ganz genau. Insofern. Austrian hatte ja gesagt, lustigerweise, sie brauchen das nicht zu befehlen, in Anführungsstrichen, weil sie genug Personal haben, wollten das auch machen, haben es aber nicht gemacht. Also es dreht sich in der Luftfahrt eigentlich viel um Covid, ne? Ja, nicht nur in der Luftfahrt, aber die Luftfahrt ist ja doch die Branche, die immer relativ schnell betroffen war und wahrscheinlich auch noch in der näheren Zukunft betroffen sein wird. Insofern, Covid ist das allbeherrschende Thema und wir hoffen natürlich als gepflegte Vierflieger, nicht nur im gepflegten Vierflieger-Talk, dass es auch weiterhin möglich sein wird zu fliegen, aber auch hier wieder die Frage an unsere werten Zuseher, was haltet ihr davon? Wird sich demnächst noch was verändern? Wird es so bleiben? Werden Flüge weiterhin möglich sein oder werden die ersten Länder wieder dicht machen? Oder Ländergruppen, also die EU, die Amerikaner, die Asiaten. Du merkst aber schon, dass du dich wiederholst, ne? Ja, ich weiß, aber es ist so schrecklich, weil ich muss immer an die USA-Flüge denken. Das ist richtig. Also insofern kommentiert, damit der Hofmeister weiß, worum es geht. Ja, ist so. Aber es gibt auch positive Nachrichten, kommen komischerweise wieder von Airbus, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, Airbus hat da einen besseren Lauf, aber erzähl doch mal. Ja, und zwar die 220er. Wir haben da ein Interview in der Pipeline mit Martin Gauss von der AirBaltic. Da haben wir im 220er gesessen in Dubai vor anderthalb Wochen und haben zu ihm gesagt, hey, willst du nicht ein 220-500 haben, also etwas längere Version? Und dann sagt er, aber Airbus hat sich jetzt dazu bekannt, dass man den A220-500 bauen will, ganz einfach deshalb als längere Version, weil man sagt, man geht das Risiko der Kannibalisierung des A320 ein, weil nämlich die Größe von dem A220 dann an den A320neo rankommt. Warum ist das so spektakulär? Weil der A220, was ja ursprünglich die Bombardier-Maschine ist, wesentlich effizienter ist als der A320neo. Und die Bestelllage aber so groß ist beim A320, dass man davor keine Angst mehr hat. Und da geht man dann halt wirklich das Risiko ein. Ja, ich finde es auch gut. Also A220, muss ich sagen, ist einer meiner Favorites so am Luftfahrthimmel. Ich finde es ein super Flugzeug, sehr angenehm, leise, Sitze sind gut. Gut, das hat jetzt in erster Linie nichts mit dem Flieger zu tun. Da kann die Fluggesellschaft natürlich immer reinbauen, was immer sie will. Aber die Flieger, insbesondere von der Swiss, waren immer ganz toll. Ja, und das andere Thema ist natürlich, welche Fluggesellschaft einen A320er hat, wird auch immer auf einen A320er gehen, weil sie einen 21er haben. Eben. Und das 21er Modell ist wichtiger für die Airbus-Leute als der 220er. Aber jemand wäre die AirBaltic zum Beispiel, die nur 220er haben, die wären auf der 220-500 bleiben. Ja. Also insofern hat man da eine wesentlich bessere Breite. Und was eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Argument ist, und das vergessen die Leute, die 737-8 ist größer als die A220.
Heißt also, Boeing hat kein Produkt? Nee, in der Größe nicht. Nö. Nee. Da ist man bei der Embraer irgendwie mit der E2 oder sowas, wenn man eine größere, längere, größere Version macht oder sowas dabei. Also insofern wäre der 220er da in meinen Augen. Super Ding. Ja, ich finde es auch geräumig und alles. Ja, absolut. Auch die Sitzplatzkonfiguration 2-3 finde ich ideal. Die Overhead-Bins sind super in dem Ding. Also sind ja oversized. Die sind oversized und absolut, absolut klasse. Jetzt kommt nur eine Frage. Wann fliegen wir von Riga nach Dubai im A220-300 von der Airbaltic? Das ist eine gute Frage, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist im Baltikum. Das wird da nie so sein. Also ja, das, was du im Baltikum Sonne nennst, nennt man in Dubai einen schlechten Winter. Also ja, das ist natürlich so. Aber ich komme ja aus der Mitte Europas. Insofern wären dann Temperaturen von über 10 Grad schon wieder sehr angenehm. Wobei aber, wenn du doch einfach nach Riga fliegst, den Flughafen gar nicht verlässt. Das ist auch ein Argument, ja. Das ist auch ein Argument. Na, schauen wir mal. Ja, das waren so die Themen unserer Meinung nach. Ja. Ich glaube, bei der Loyalität ja nicht wirklich was. Es gab wieder Angebote, Black Friday Deals und so weiter. Ja. Aber war nicht so prickelnd, ne? Nicht wirklich. Aber ich bin ja noch verhalten optimistisch, dass außerhalb dieser Black Friday-Geschichte vielleicht denn doch nochmal irgendwie der große Aufschlag kommt. Noch dieses Jahr oder vielleicht gleich zu Beginn des neuen Jahres. Durch diese Corona-Entwicklung mit, wie hieß der? Ich vergesse den Namen immer wieder. Was war das nochmal? Omikron. Hm. Auf jeden Fall, Omikron hat uns halt wieder bewusst vor Augen geführt, dass diese Krise nicht vorbei ist. Und deshalb kann es sein, wenn das Reisen wieder so beeinflusst wird davon, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder reduzierte Level haben. Das heißt also, dass wir vielleicht den Hauptsatz mit der 50% Möglich. Regel kriegen können, also 100% Aufschlag. Man muss es abwarten. Wäre für die Fluggesellschaft natürlich nicht so gut, weil das bedeutet ja auf der anderen Seite, dass man dann mit relativ wenig Passagieren rechnet. Für die wenigen ist es dann gut, weil sie natürlich dann wieder relativ einfach an einen Status bekommen oder kommen. Aber ja, warten wir es ab. Im Moment ist es, glaube ich, ziemlich schwierig mit Weissagungen, weil man tatsächlich nicht weiß, wie es weitergeht. Kommt noch eine neue Variante? Ist die jetzige Variante so gefährlich, wie man es eventuell glaubt? Wir werden sehen. Wir warten es ab. Etwas anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Nein, also das ist ja einer der wenigen Folgen, wo wir wie Schuljungen nebeneinander sitzen. Ja. Wir haben uns auch nicht abgesprochen. Deshalb sieht er etwas dünner aus als ich. Ist leider so. Der Herr Korsten hält mich immer kurz, was die Nahrung angeht. Er isst mir hier immer alles weg. Aber gut. Ja, das ist ja auch, wenn du irgendwie so komische Schokolade nur kaufst, 70% oder so. Ja, also nachdem wir jetzt gleich wieder ins Private abgleiten und wieder diskriminiert werden von unseren Zuschauern, weil wir zu viel labern. Ja, schwafeln war, glaube ich. Ja, schwafeln. Ja. Das war im Kommentar von vor einem halben Jahr. Mario hat es nicht vergessen. Nein, da trage ich sehr schwer dran. Aber daran seht ihr, Kommentare machen Sinn. Deshalb kommentiert unten wieder und am Schluss wie immer der Abonnierbefehl. Glocke anmachen, damit ihr wieder Hoffmeister pünktlich zur Sendung erscheint. Und ganz, ganz wichtig, liken, damit der Algorithmus uns... Oh, die Hand ist aus dem Bild. So ist es. So muss der Algorithmus unsere Website machen. Wir müssen mit dem Grafen aus dem Bild. Durch die Decke gehen sozusagen. Ganz genau. Also, vielen herzlichen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, wir sitzen übrigens andersrum normalerweise. Ja, ist richtig. Aber wir müssen ja auch mal ein bisschen unsere Zuschauer verwirren. Okay, ja. Alles Tschüss. Klar. Ciao. Ich mach da mal aus, ne? Warte.